So, da bin ich auch wieder und, naja, also ich merke schon einen Unterschied. Jedenfalls ist es auf jeden Fall jetzt nicht mehr da. Keine Ahnung, woran das liegt, aber wenn ich mal kurz auf Sound gehe und da ein bisschen einmal, glaube ich, worauf drücke ich immer? Ich drücke, glaube ich, auf Stereo. Wenn ich zweimal auf Stereo drücke, dann ist das irgendwie wieder weg. Keine Ahnung, woran es liegt. So, knallfair. Ah, nur eins. Ist ja lächerlich. Zack. Guck, wie einfach das wieder vorangeht, wenn wir jetzt hier mit drei Mann sind. Ey, da sind die Gegner hier kein Problem. Das ist kein Problem. Ey, der Vorteil natürlich an diesen Zwergen oder mit. Nee, war das jetzt Zwergenrock? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ist natürlich, dass, wieder mit Kraftwasser und Magie sparen. So, ich habe mal Funke nur auf einen getan, damit uns, damit der eine schon mal weg ist. Boah, 80. Hoho. Damit der eine nur. Damit der eine. Die eine Terramaus auch nur einmal uns Schaden zufügen kann. Das. Ja, das spart uns auch ein paar Kraftpunkte. Obwohl das schon gar nicht mehr nötig ist. Also, der eine Treffer ist ja auch gar nicht mal so dramatisch dann. Dim, 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 dim. Ich glaube mir, dass ich jetzt überhaupt nicht mehr weiß, wo ich bin. Bin ich? Alter, ich wollte nämlich jetzt durch die Wand hier oben gehen und jetzt merke ich schon, ich bin da schon längst durchgegangen. Ah, furchtbar. Kann ich hier irgendwann mal durch? Ich prüfe manchmal, ob ich durch die Wand gehen kann, weil manche Räume sehen für mich einfach danach aus, als könnte ich da irgendwie rein. Ey, keine Ahnung warum, aber manche sehen für mich einfach danach aus. Ui, jetzt kommen diese fiesen Rätsel langsam. Da gucken wir gleich mal mit an. Die Tür ist zu. Und die... Toll, die ist auch zu. Ja, okay, dann gucken wir mal, wie das hier funktioniert. Ach so, und wenn ich jetzt hier oben den, geht das Ding ja oben auf, ne? Ja, okay. Das war eigentlich... Ja, wer lässt sich so ein Rätsel einfallen? Was ist das für ein Rätsel? Das ist doch einfach nur... Hä? Also, wer fällt denn darauf rein? Also, naja, ich verstehe es nicht. Oh, cool. Flucht gefunden. Das ist natürlich geil. Wenn ich mich recht erinnere, war das ziemlich teuer. Also, nicht wirklich teuer, aber es ging und wir konnten damit aus dem Dungeon fliehen. Das ist natürlich für manche Situationen ganz praktisch, denke ich. So. Gehen wir hier unten lang. Und noch mehr Terrormäuse. Zack, die sind ja kein Problem, wir wissen. Ich mach mal hier. Auf die zwei, damit der eine schon mal weg ist, wenn Maxim ihm den Rest gibt. Ah, perfekt. Funke hat genau den richtigen genommen und da sind schon zwei weg. Perfekt. Oh, die Tier kriegt aber echt einen auf den Deckel. Hat der Maxim nicht auch... Wir können ja mal Tropfen ausprobieren, wie viel Schaden das macht, während Tier mal eben ihre Zwergenkraft auf sich anwendet. Boah, 59, aber ziemlich heftig. So, gucken wir mal, ob die allgemein gegen Magie anfällig sind. Nee, sind sie nicht wirklich. Da kann man wirklich sehen, dass die Elemente da mitspielen. Ich weiß aber nicht, woran das nach das geht, also... Das habe ich einfach nur so aus meiner Erinnerung von damals irgendwie noch im Kopf, das war irgendwie so... Ich kann mich gut erinnern, dass irgendwie so Pflanzen, also wirklich Pflanzen wie Bäume oder so, wie dieser Deko-Baum, den wir am Anfang hatten, wirklich gegen Feuer zum Beispiel effektiv waren und... irgendwelche Feuerwesen echt gegen Wasser und so. Und ich meine, dass Endgegner generell gegen Blitzzauber empfindlich waren. Ich meine schon, und wir haben doch aber keinen Blitzzauber, das ist natürlich doof. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Ich glaube sogar, dass das mit der Magie ein bisschen schwierig ist, wenn man am... Also ich hatte mal... Also ich meine, dass es immer so ist, dass nicht in jedem Dorf jeden Zauber zu kaufen gibt, dass man für einen bestimmten Zauber echt irgendwie zurückgehen muss oder in die bestimmte Stadt gehen muss, um den zu kaufen. Kann natürlich sein, dass ich jetzt total Blödsinn rede. Aber ich habe das irgendwie so eine Erinnerung. Jo, das ist ja simpel. Hauen wir mal eben weg. Und weiter geht's. Hui, das ist natürlich jetzt... Oh, jetzt geht's los. Das sind so richtige Rätsel, die ich früher echt schwer fand. Wenn die gleiche Farbe sich verbindet, werden sie verschwinden. Okay, nochmal. Wenn die gleichen Farben sich verbinden, werden sie verschwinden. Okay, wenn ich das richtig verstehe, muss ich... So ähnlich wie bei Tetris, dass ich die Dinge einfach verbinden muss. Durchschieben und dann verschwinden die. Ah ja, jetzt könnt ihr mich hier failen sehen, das ist natürlich ganz lustig. Muss kurz überlegen, welche Farbe ist am einfachsten? Ich habe irgendwie blau im Kopf. Müssen die in einer Reihe sein oder reicht das, wenn die sich nur so mal berühren? Das ist natürlich auch interessant. Ah, ich denke mal, ich tue den erstmal hier oben lang, den hier. Oh. Ja, das ist natürlich doof, dann kriege ich schon mal die zwei hier nicht mehr hin. Ah, so funktioniert das. Und jetzt sind die... Ah, okay. Gucken wir erstmal an, wie das hier funktioniert. Ah, das ist natürlich interessant. Okay, ich hab's kapiert.
Hoppala, ich will diesen Ursprungssauer benutzen. Nein, keine Bombe. Ah! Das ist natürlich interessant. Okay, dann muss ich kurz überlegen. Nee, dann fangen wir mit Blau nicht an. Ich glaube dann, nee, Blau ist dafür schlecht. Okay, sind jedes Mal dieselbe Anzahl an Dinger dabei, oder? Nee, sechs gelbe. Und, okay, jeweils fünf rote und fünf blau und einmal sechs gelbe. Das heißt, wir können eigentlich zweimal drei gelb nehmen und der Rest muss einmal weg sein. Na gut, wenn dem so ist, dann können wir erstmal die wegmachen. Ich hoffe, ich bin schon voll falsch. Nee, ich hab schon versaut, oder? Ich kann schon nichts mehr machen, kaum. Oh Gott, war das schlecht. Nee, ich kann echt nichts mehr machen. Okay, das war dumm. Das tut mir leid. Ich drück wieder den falschen Knopf. Nichts mache ich da. Das war dumm. Okay, das ist einfach nur ein bisschen Rausprobiererei. Ihr wisst bestimmt schon die Lösung, aber das ist mir vollkommen egal. Tue ich schon mal den hier hin. Und den gelben würde ich jetzt auch gerne da wegschieben. Nämlich erstmal so ein bisschen aus dem Spiel nehmen. Nee, stopp. Wenn ich ihn jetzt an der Wand schiebe, ist er weg. Okay, ich krieg wieder Blödsinn. Dann schiebe ich den mal hier ein bisschen weg, damit der aus dem Spiel ist. So, dann durch den gelben mal eben. Ich will einfach nur ein bisschen Platz haben im Moment. Okay, jetzt wird's schwierig. Okay. Wenn ich den hier hinschiebe, ist er schon mal weg. Wenn ich... Ach Gott. Aber den gelben ist das so tragisch. Ich könnte die drei... gelbe wegmachen. Dann... geht das nicht. Oh Gott. Ich muss irgendwie die roten in der Mitte wegkriegen. Die sind richtig nervig jetzt gerade. Oh Gott. Ich kann's aber noch nicht versaut haben, oder? Oh, ich blamier mich hier richtig. Nee, ich muss den gelben hier zwischen zwei roten. Die muss ich unbedingt weg haben. Das ist ja mal richtig nervig. Deswegen. Ach, ganz simpel. Ich mach's einfach so. So, zack. So. Das ist total simpel. So, stopp. Jetzt muss ich aufpassen. Aufpassen. So. 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 Das ist doch ganz simpel. Und ich mache hier so einen Blödsinn hier wieder. So, jetzt haben wir hier deutlich mehr Lücken zum Schieben. So. Jetzt nur noch das hier. Wieder ein bisschen frei machen. Schon aufpassen, dass ich die nicht vorher schon verbinde. Jawohl. So, und dann... so? Nee, gib mal eben. Dann verbinden die sich ja schon. Hä, wie soll das denn gehen jetzt? Wie soll das denn gehen? Ach so, natürlich, wenn ich die jetzt... Na klar. Ja, natürlich, ich hab... Ja, manchmal bin ich ein bisschen... Manchmal stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch und rede ein bisschen Blödsinn. Aber letztendlich haben wir das gelöst. So, jetzt hier hoch. Zack. So, und das sollte jetzt auch kein Problem sein. Wieder so ein kleines Zweierpäckchen bilden. Wie gerade eben auch. So. 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 Und dann haben wir das Rätsel gelöst. Geht doch. Ja, für den Anfang ist das noch ganz gut gelaufen. Ich muss ein bisschen reinkommen, dann geht das auch. So, mach mal auf das Ding. Den Mantel haben wir gefunden. Der sieht aber ein bisschen aus wie... Wie der von dem Battler vom, wie heißt der, Nikolaus-Ding, der Typ da. St. Martin, was rede ich da? Rüstung. Kann doch bestimmt der Maxim tragen, oder? Der Mantel, nee, kann's auch, kann er auch nicht. Was ist denn das hier? Gleichberechtigung, hör mal. Der Mantel. Oh, der ist aber, oh, so gut ist er aber auch wieder nicht. Es steigt so langsam die Punkte. Ist aber okay. Wäre auch nichts anderes erwarten hier. Ui, was ist das denn? Ein blauer Büffel. Ah, die hatten wir ja schon mal, die Büffel. Die hatten wir schon mal. Wieder ein bisschen mit Funke. Das anderes lohnt sich mit Tieren nicht so richtig. Und während, ich glaube, ich kann mit der Peitsche auch so draufschlagen. So, während die hier die Büffel bekämpfen, trinke ich mal eben was. Wenn die da irgendwas von hört, dann tut mir das eigentlich überhaupt nicht leid. Doch, ich merke schon, wie das mein Mund trocken wird und das ist sehr unangenehm. Dampfhammer, ui, das war gemein.
Da tun wir mal eben einmal Kraftwasser ab. Wir haben ja noch genug. Wo das blöd ist, ich könnte eigentlich die Zwergenkraft benutzen. Die kostet gar nichts. Warum mache ich das? Ist egal, die Büffel sind weg. Und ich vermute mal. Ja genau, ich vermute mal, dass ich die Dinger hier. Genau, die Steinchen mit dem Kreuz kann ich nicht bewegen. So, jetzt sind wir schon richtig tief gelaufen. Was ist das? Ein Teleporter? Ui! Ach so, okay. Ja, was soll das denn heißen? Naja, okay. Komm, her mit dir. Mach mir die Fledermäuse mal platt. So. So sollten beide gleich weg sein. Wusch, 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 verbrennen wir sie. Weg ist er. Zack. Und die Magiepunkte gehen der Tee ja auch nicht gerade aus. Also, okay, wir haben die einmal aufgefüllt, muss man dazu sagen. Aber trotzdem. Ach du Scheiß, was ist denn hier? Okay, also ist ziemlich groß hier. Ich habe gut getan, beim letzten Mal aufzuhören. Ich habe mir nämlich schon mal sowas gedacht, dass es ziemlich groß sind. Was haben Boris und Berti und Bert hier eigentlich hier angestiftet? Ey, wo sind wir hier eigentlich? Was ist denn unter dem Schloss Lunaria eigentlich los? Guckt euch das doch mal an! Was ist denn das? Hier haben Teleporter eingebaut. Ach du Scheiße, was ist denn hier? In vier verschiedenen Räumen wirst du gelangen... nochmal. In vier verschiedenen Räumen wirst du gelangen, sind dir... Ich habe das nicht weggedrückt. Das ist von alleine weggegangen. Okay, noch ein... Fangen wir noch einmal an. Wir haben ja gut genug Zeit heute Abend. In vier verschiedenen Räumen wirst du gelangen. Sind dir die Positionen der Schalter wohl gesonnen? Ich muss mich schon wieder beeilen beim Lesen. Das ist schon wieder fast weggegangen. Ich habe es wieder nicht gedrückt. Ich vermute einfach mal, dass ich, wenn wir jetzt hier den Schalter betätigen, wir irgendwo anders landen. Und damit habe ich recht gehabt. Ach du Scheiße, was sind wir denn hier? Ah, okay. So ein kleines Labyrinth ist hier. Oh, und ich habe schon direkt was gefunden. Also das wusste ich jetzt nicht. Das ist nicht, dass ihr denkt, hier Heilsirup. Nicht, dass ihr denkt, ich wusste das irgendwie. So, was hat denn der Heilsirup nochmal gemacht? Tasche. Heilsirup. Ich denke mal, der heilt was, aber trotzdem will ich es nur wissen. Stellt Kampfkraft wieder her und füllt KP und MP vollständig auf. Vollständig. Ui, das ist aber was ganz Feines. Oh, also eine wirklich eine komplette volle Heilung. MP und... Boah, das ist natürlich richtig nice. Also Heilsirup müssen wir uns unbedingt merken. Das ist ziemlich geil. Das werde ich auch richtig aufsparen, bis es wirklich irgendwie ganz, ganz notwendig ist. Ah, und ich merke schon, ich muss wieder auf den Teleporter gehen. Naja, egal. Gehen wir nochmal hier rein und zack. Aber cooles Geräusch, das sieht ziemlich cool aus. Ja, wäre auch zu einfach gewesen, wenn ich da einfach hoch könnte. Aber ich finde immer sowas lustig einzubauen, weil das eigentlich ganz lustig ist. Wunderfrucht gefunden. Gucken wir uns auch mal direkt an, was das ist. Ich hatte gerade Panik gehabt und dachte, ich könnte die Truhe nicht öffnen. Ich könnte die nur von vorne öffnen. Wunderfrucht, ich glaube, das ist was Wertvolles. Also das hört sich zumindest so an. Da. Nahrung für Kapselmonster. Sie kann überraschende Wirkungen... Nebenwirkungen haben. Okay, ich glaube, bevor ich die irgendeinem Kapselmonster gebe, werde ich mich erstmal informieren, was das bedeutet. Scheint aber selten zu sein. Also, denke ich jetzt einfach mal. So, was ist hier? Ein Büffel vor unserer Nase. Den machen wir platt. So, wir können ja erstmal gucken. Vielleicht sind die ja empfindlich gegen Wasser. Büffel waschen sich ja nicht so gerade so oft, denke ich mal. Ich weiß es zwar nicht, aber ich vermute es jetzt einfach mal. Vielleicht tut denen das ja auch weh. Nö, würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Obwohl 19 auf 1 geht. Ja, es geht eigentlich. Auf 2 Gegner geteilt. Ist das noch recht annehmbar. Und zack! Schlitzen wir das Mammut auf. Und das überlebt tatsächlich. Oh, fuck. Jetzt müssen wir kassieren. Oh, der Dampfhammer. Was ich echt klasse finde, ist der Maxim, der hält ja richtig viel aus, ne? Also, toi toi toi. Was geht denn? Oh! Okay. Warum ist da jetzt ein Was ist das so eine Holzkiste? Ah, die kann ich bestimmt kaputt machen, ne? Ach, und deswegen die 6 Schritte. Kann das sein? Ah, das ist interessant. Dafür könnte man... dafür könnte man diese 6 Schritte machen. Das ist interessant. Ah, ein Drachenei gefunden. Oh, das ist was ganz Besonderes.